Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Guten Morgen, Freunde der Sonne. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin gerade noch richtig verklatscht und super, super müde. Aber heute zeige ich euch einfach meine Sommermorgenroutine. Wir haben es jetzt 20 nach 10 und ich werde jetzt erstmal meine Zähne putzen. Wir befinden uns jetzt wieder in meinem Zimmer und als nächstes suche ich mir jetzt mal ein paar Sachen raus, die ich heute anziehe. Das Wetter ist auch einfach maximal nicht sommerlich. Wir haben 16 Grad und es ist windig wie sonst was. Aber immerhin regnet es mal nicht. Und ich glaube, das lockert sich auch alles noch auf. Gerade ist mir aber wirklich sehr kalt, deswegen ziehe ich erstmal diesen North Face Pullover an. Und dazu diese hellblaue Jeans, die ist von H&M. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen fertig machen und dann benutze ich zuerst dieses Serum hier von Essence. Meine Haut ist momentan nämlich einfach super trocken. Ich würde behaupten, es liegt am Wetter. Wisst ihr, was mich richtig, richtig ankotzt? Dieser Video-Hintergrund, weil das sieht einfach absolut nicht aus. Und ich habe keine Ahnung, was ich dahin machen soll. Deswegen, da muss ich mich auf alle Fälle mal drum kümmern. Weil hier filme ich einen Großteil meiner Videos und dann sieht das so aus. Das geht auch nicht. Dann mache ich jetzt noch Ohrringe rein. Das sind so kleine Kreolen von DM. Und meine Augenbrauen kämme ich noch kurz. Dazu benutze ich einfach das Lash & Brow Gel von Essence. Dann kommt als nächstes noch mein Body Spray. Da mag ich das Grüne von Playboy momentan am liebsten. Und dann werde ich jetzt noch einmal meine Haare kämmen. Ich freue mich so, so krass auf nächste Woche. Und Leute, das habe ich euch noch gar nicht erzählt, aber nächste Woche Freitag kommt Lena. Und darauf freue ich mich so unfassbar doll. Ich habe Lena jetzt seit März nicht mehr gesehen und das ist jetzt 3 Monate her. Das reicht dann, finde ich, auch mal. Und sie ist dann über meinen Geburtstag hier. Und nächste Woche passiert noch was sehr, sehr Cooles, aber das seht ihr auch erst nächste Woche. Da werde ich euch jetzt noch nicht so viel spoilern. Angefangen, dieses Video hier für euch zu schneiden und jetzt habe ich richtig Hunger, deswegen gehen wir jetzt runter und machen was zu essen. Halt, stopp! Oder möchte ein Croissant haben? Nachdem mir mein ganzes Video gerade gecrashed wurde, hoffe ich, dass ihr trotzdem sehen konntet, dass ich einen Apfel geschnitten habe. Der Tag verlief ein bisschen anders als eigentlich geplant war und ich sehe gerade wirklich gottlos aus. Aber ich muss mich jetzt fertig machen. Deutschland spielt in 1,5 Stunden und ich bin mit Freunden verabredet. Wir gucken das alle zusammen. Das hat es jetzt gerade irgendwie absolut nicht besser gemacht. Ich ziehe auf jeden Fall wieder meine blaue Jeans an und noch mein Check24-Trikot. Ich sag's euch so, wie es ist. Ich fühle mich gerade so unfassbar tot. Ich glaube, man sieht es mir an, dass ich gerade nicht so ganz auf der Höhe bin. Aber das Problem beheben wir jetzt. Und ich freue mich so sehr, weil Lina und ich haben uns jetzt schon wieder eine ganze Woche nicht gesehen. Und ja, jetzt machen wir wieder was zusammen. Das sieht doch schon ein bisschen besser aus jetzt. Ich kann auch überhaupt nicht einschätzen, wie das Spiel heute ausgeht. Also ich hoffe natürlich sehr, dass Deutschland gewinnt. Aber Spanien ist, glaube ich, mit Frankreich einer der stärksten Gegner, die man hätte erwischen können. Aber wir bleiben einfach mal optimistisch. Beim Spiel Portugal gegen Frankreich hoffe ich, dass die Portugiesen rausfliegen. Die mag ich nämlich nicht. Morgen spielt ja dann noch Niederlande gegen die Türkei. Da hoffe ich, dass die Türken rausfliegen. Okay, und dann ist morgen noch England gegen die Schweiz. Ja, weiß ich nicht. Das ist mir wirklich ziemlich egal, wer drin bleibt. Ich mache jetzt auf jeden Fall meine Wimpern. Und dann muss ich irgendwie noch meinen Kreislauf wieder in Schwung bringen. Ich habe natürlich auch einfach mal wieder komplett gar nicht meine Wimpern getroffen. Aber das Problem lässt sich auch beheben. Vor allem mache ich jetzt aber noch so Sidesteps wie meine Ohrringe. Ich finde das auch so krass, wie schnell die Zeit irgendwie im Moment umgeht. Ich werde nächsten Samstag 15 Jahre alt und irgendwie fühle ich mich überhaupt nicht danach. Weil ich bin irgendwie gerade erst 13 geworden und jetzt 15. Ich weiß nicht, irgendwie geht mir das zu schnell. Aber man kann die Zeit da nicht stoppen. Man kann nur irgendwie damit leben und versuchen, so mitzugehen. Und ich sehe gerade wirklich aus wie ein Clown mit der Mascara. Es tut mir leid.
Ich habe gerade noch überlegt, ob ich noch ein bisschen Concealer oder sowas drauf mache, aber da habe ich keine Lust drauf. Das heißt, ich mache jetzt gleich die Mascara ab und dann bin ich auch schon fertig. Vielleicht mache ich noch ein bisschen Highlighter drauf oder sowas. Ich habe beschlossen, dass ich mich jetzt gleich noch ein bisschen weiter fertig mache. Wir müssen aber tatsächlich auch schon ganz bald los und Lina abholen. Ich freue mich so sehr. Es tut mir leid, dass das Video irgendwie so chaotisch und durcheinander ist, aber die war so eins als gar keins, würde ich sagen. Und da steckt trotzdem sehr viel Mühe und Arbeit drin. Falls ihr bis hierhin dran geblieben seid, lasst mir gerne diesen Emoji in den Kommentaren da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich habe euch alle ganz so lieb. Danke fürs Angucken und danke für über 5200 Abonnenten. Das ist so verrückt. Und falls ihr irgendwelche Videovorschläge habt, dann schreibt die unbedingt in die Kommentare. Und jetzt wird es gerade mit dem Licht scheiße, das heißt, das ist ein guter Zeitpunkt aufzuhören. Bis zum nächsten Mal.